So, da sind wir wieder bei Toromon, Another World. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Und da hat sich, genau, stimmt, da hat er sich von Dreh entwickelt. Ja, ein Toromon, der sich entwickelt. Das klingt schon irgendwie merkwürdig, naja. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal glücklich, dass Flondre Ex ist. Jetzt kann ich hier auch mal die Trainer ein bisschen skippen. Und vor allen Dingen können jetzt auch mal kürzere Parts wiederkommen. Das passt mir nicht so ganz mit den halben Stunden Parts. Ich weiß, es war letztendlich meine Schuld, dass sie so lange waren, aber egal. Und Tai Chen, Rin. Chen, das ist Rin. Gut, das sind beides Katzen. Aber Rin ist mir irgendwie immer noch lieber. Können das eine kleine schwarze Katze mit Feuer an ihren beiden Schwänzen hinten machen? Wird echt cool aus dem Gegensatz zu Chen, diese Pseudo-Süßes. Gut, gibt viele, die sie mögen. Ich mag sie nicht. Tja. Aber deswegen muss er nicht gleich mit dreimal Rin ankommen. Komm, mach mal hier Flitz. Bumm. Flitz, bumm, pau. Was? Naja. Ja, natürlich triffst du. Natürlich machst du Schaden. Na gut, wäre auch merkwürdig, wenn du triffst und kein Schaden machst. Auf jeden Fall dürfte Dirin auch Geschichte sein. Und Satori ist Level 58. Yay. Satori kann im Übrigen, glaube ich, so... Nee, das war nicht Satori. Bei Ling kann, glaube ich... Kann? Ja doch, ich meine, bei Ling war das, wer Solarstrahl lernen kann. Echt lustig, wenn man mal bedenkt, dass mein Link eigentlich nichts damit zu tun hat, wie mit dem Thema Pflanze oder Strahlen oder sonst was. Item. Ich habe eine Perle gefunden. Cool. Ich glaube, der auch in meiner Drohnerin. Nee. Ich beeile mich nur, hier durchzukommen, außer Ah, na komm. Aus einem einzigen Grund. Ich will unbedingt nach Lavandia. Oder wie es auch immer hier jetzt im Spiel heißt. Dann wird, glaube ich, die Städtenamen übernommen. Also, verändert, nicht übernommen. Würde mich echt mal interessieren. Ja, schön. Dann versteck dich mal am Weißen, das bringt dir nämlich viel. Werde ich sowieso nonstop angreifen. Und jetzt kommt eine Sanae. Wasser, Pflanze, dann mach ich mit Remedia. Doch, ja, Remedia. Hi Sanae. Angreif das mal runter. Ah ne. Stimmt, ich habe den weißen Nebel schon wieder ganz vergessen. Super effective. Mein Team so von Ausgewogenheit gefällt mir ja schon relativ. Hatate, du siehst aus wie eine Kopie von Aya, wenn ich ehrlich bin. Naja. Nee, ehrlich, die sieht halt genau aus wie Aya. Wahrscheinlich dieselben Sprite benutzen, nur ein bisschen ungefähr. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt draußen endlich aus der Höhle. Immer Zeit. Wollen wir die Trainer hier draußen noch? Lieber Zimmer? 4 Minuten? Na gut, komm. Carol will kämpfen. Da! Ah ja, sieht haargenau so aus. Nur, na, wobei das Sprite ist gespiegelt von Hatate. Ansonsten gleich. Die Kamera ist halt komplett lila, sieht aus wie so eine Karte, ja, ein Stück, ja. Twister. Ey. Doof. Wow, war ja sehr stark. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Sprites sehr, sehr ähnlich miteinander sind. Ja, jetzt haben wir den direkten Vergleich. Ich hatte noch eine Hardtable dabei. Aber ehrlich mal. Sieht zwar nicht identisch, aber doch sehr ähnlich. Oh nein. Hör auf, meinen Angriff zu senken. Auch wenn ich überhaupt nicht über Angriff angreife. Hör auf damit.
finde das lustig, dass Satori dein Herz am Kopf hat. Zumindest sieht es aus wie ein Herz. Ich glaube, soll kein Herz darstellen. Och komm. Wunsch. Ach, Wunschtraum. Ah, willst du dich heilen? Gib es. So leicht nicht, Fräulein. So leicht über. Oh, ich habe so viele Versprecher heute gesagt. Mein Gott. Es sind aber manchmal Tage dazwischen, da ist das einfach schlimm. Düdüm, düdüm. Hahaha. Sehr interessanter Text. Du bist ein alter Mann und ein dicker Mann. Und er hat eine Spinne dabei. Ich bin noch im Mittelstadium. Ist noch nicht die große böse Spinne. So. Das sind im nächsten Part haben wir dann einen neuen Neuzugang im Team. Ich habe das jetzt einfach noch nicht nachtrainiert, das ist einfach noch nicht keine Lust gehabt, aus der Höhle da wirklich wieder rauszulaufen und wieder dahin zu laufen, um da nachzutrainieren. Deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn ich immer mit draußen bin. Wie zum Beispiel jetzt. Aber ich würde trotzdem erst ein Part fertig machen. Yubi, du bist down. Player defeated Clark. Ja, hörst du mal auf zu lachen, Alter. Noch einer. Eieiei. Aha, diese Bergluft ist köstlich. Ist klar. Ja, komm du mal mit Sarah an. Komm mit Satori. Dann machen wir hier schön wieder den Psi-Strahl. Irgendwie sind hier zu viele random Trainer. Ist mir mal so aufgefallen. So, Letty. Letty Konfetti. Oder so. Keine Ahnung. Ich versuche zu improvisieren. Weil ich nicht wirklich viel dazu sagen kann, währenddessen wir einen Steinhagel auf den Kopf bekommen. Komm, wir machen einen Angriff, der niemals daneben geht. Ich wette, Flandre war so episch gewesen und hätte mit dem Angriff, der unendlich Genauigkeit hat, noch verfehlt. Die wäre so episch. Noch einer. Na komm, machen wir dich auch noch kalt. Der Hermann. Oder soll ich ihn Hermann nennen? Warum nicht Hermit? Wäre viel lustiger. Na. Aber ich muss sagen, Satori ist doch definitiv praktisch, auch wenn sie nicht viele Angriffe drauf hat. Ich finde sie echt nicht schlecht. Ich hoffe einfach mal, dass sie wirklich noch was lernt. Irgendwann. Aber ich rechne mal nicht damit. So, damit ist ja auch Juni weg. Noch komm, das Level-Up hätte ich mir noch geben können. Dann eben nicht. Kurz das Pokémon Center aktivieren. Obwohl, kann man auch gleich mal die AP auffüllen. Ohne die Sisko kommen wir nicht mit dem Geisterturm. Und ohne Pokéflöte kommen wir nicht nach unten. Die Pokéflöte bekomme ich von dem alten Mann, der da oben ist. Das heißt, ich brauche die Silbstorb. Das heißt, ich muss jetzt hier nach links. Okay. Ach komm, ich hole mal die Suika ab. Einfach mal, um zu gucken, welches Wesen sie hat. Und wie die Werte so sind. Wenn sie mir zu schlecht ist, nehme ich sie nicht mit. Wo ist sie denn? Da hinten. Summary. Timid. Ich glaube, das war ein gutes Wesen. What the fuck, die kann Donnerpunch? Donnerschlag? Okay. Gut, ich glaube, das Wesen und die Stats sind eigentlich ganz ordentlich. Und tschüss, Sakuya. Keine Sakuya mehr. Schade eigentlich. Die wird dann von 38 auf einmal in gewaltigen Sprung auf 60 machen. Hm.
Was haben wir hier? Julia kommt mit einer Tui. Und Psychokinese, oder wie es in diesem Spiel heißt, Psychokinesis. Das klingt irgendwie lustiger. Ich weiß nicht wieso. Aber was ist denn das, ey? Level 59 mit 199 HP. Sowas mag ich nicht. Ja, unser Team sieht doch schon ganz ordentlich aus. Alles so auf 59. Weiling auf 58 und Flonte auf 60. Ist definitiv gut. Karate-Schlag. Stop! Don't be so mean to my cane. Nur mal so zur Info, du hast keine Cane dabei. Ich würde sagen, da hat jemand nicht aufgepasst beim Übersetzen. Oder beim Anpassen. I'm a rambling gaming dude. Ey, dude. Was nennst du mich dude, ey? Satori. Lol. Satori gegen Satori. Mal gucken, welche Satori gewinnt. Ich sag meine. Ich glaube, der Kampf dauert einen Moment. Yep. Noch eine Runde brauchen wir. Satori Spitz Defense fällt runter. Was? Ja, Spitz Defense fällt runter, ja, von einem Baum. Erstens, Kuakuma. Oh, Kuakuma finde ich toll. Ich mag die irgendwie. Die kleine, die Bücherei mit dem Vordermann hält, könnte man sagen. Die große Bücherei. Achso, du kannst Naturkraft, okay. Boah, mach mal Psychokinese, vielleicht ist Step besser, auch wenn es resistent ist. Naja, nicht viel. Wetter? Sogar? Nein. Bitte nicht. Oh, nee. Ich mag sowas nicht, hör auf. Du weißt doch, meine Bonekas mögen es nicht. Was ist eigentlich in der Zeit? Boneka oder Bonekas? Ich nenne es einfach nur Boneka. Klingt irgendwie richtiger. Ein Spieler der Reichheit. Okay. Wir haben Satori hoch genug, denke ich mal. Dann ist jetzt mal Zeit, mein Link auf Vordermann zu bringen. Hey. Geh weg. Dum, dum, dum. Len. Kane. Das ist eine Kane, nicht das, was du geräumt hast, du komisches Mädchen. Stimmt, im letzten Part hat sie ja Dings gelernt. Von dem einen Typen. Wie heißt das noch gleich? Steinhagel. Steinhagel. Steinhagel ist schön. Wollen wir es mal testen? Auf, komm, mein Ding. Wir testen mal. Mal gucken, wie gut du Steine regen lassen kannst. Dusch, 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 dusch. Ja. Ich wusste schon, dass das nicht sehr effektiv ist. Hm. Du kannst einen Spätangriff machen, Kane. Du bist Stahl. Das bringt's nicht. Tut mir leid. In dem Spiel bringt's noch überhaupt nichts. Midori! Das erinnert mich an Sagidas. Ja, egal. Und wir haben auch Glensi, das ist schön. Ja, ja. Ein Doppelkampf, oh. Ach komm, das ist ein gutes Team. Mein Ling und Remilia sollten das hier, die Bude hier wegrocken. Ich denke mal, das wird auch der letzte Kampf für diese Folge.
wie Ellie und die Anne mit Namino Rico und Shizua. Ja, das Team passt, sind beide aus demselben Spiel. Immerhin. Die Herbstgöttin, wenn ich mich nicht irre, ist Shizua. Weiß nicht, ob sie eine Göttin war, aber auf jeden Fall hat sie irgendwas mit dem Herbst zu tun. Und Rico auch irgendwas mit Pflanzen. Ich weiß es nicht. Ich hab den Teil nicht wirklich gespielt. It's super effective. Und Karateschlag, komm. Och man. Musst du das machen? Du zögerst deine Niederlage unnötig heraus. Remelia? Immerhin krittet meine. Das ist schön. Und damit sind die Twins down. Ja, nix Twin Power. Wir sehen uns dann genau an dieser Stelle wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Tomon Another World. Bis dahin und ciao ciao.